Hallo meine Lieben, ich möchte euch gerne ein paar Tipps geben, wie ihr dem Muskelkater entgegenkommen könnt. Also, das ist jetzt unser Quadrizeps. Quadrizeps heißt er so, weil er einfach aus vier großen Muskelsträngen besteht. Einmal dem äußeren, dem mittleren, dem inneren und der seitlichen Muskulatur. Das sind halt diese vier großen Muskelstränge, die halt zum Quadrizeps zusammengehören. Und zwar hat der Muskel immer einen Ursprung und einen Ansatz. Und den nehmen wir jetzt mal kurz raus und den schauen wir uns jetzt einmal genau im Detail an. Und ich erkläre euch jetzt, warum es zu einem Muskelkater kommt. So, jetzt haben wir uns praktisch einen Strang aus dem Bein rausgenommen. Das ist der ganze Muskel praktisch, also einer von den vieren. Und ihr seht, der besteht ja aus ganz, ganz vielen Punkten. Nehmen wir einen Punkt davon raus, das ist ein Muskelfaserbündel. Also der Muskel, den muss man sich vorstellen wie so ein Steckspiel, was sich immer weiter hinausziehen lässt, wie wir das auch hier auf der Grafik sehen. Dann teilt diese sich wieder nochmal auf in die sogenannte Myofibrille. Und die Myofibrille, das sind diese ganz, ganz kleinen, feinen Muskelfasern, die auch wehtun, wenn wir Sport treiben, die auch wehtun, wenn wir Muskelkater haben. Das ist das, was wir spüren. Ein Muskelkater ist nichts anderes als praktisch kleine, feine Verletzungen innerhalb dieses Muskels. Diese ganzen kleinen, feinen Muskelfaserrisse, die dort stattgefunden haben, das sind so kleine Entzündungen, so kleine Ödeme sozusagen. Das kann man sich so vorstellen. Man nennt das auch, im Fachbegriff nennt man das auch Mikrotraumata. Und diese Mikrotraumata, die möchte der Muskel natürlich wieder selber heilen. Durch die Selbstheilungsprozesse, die im Körper stattfinden. Und dann schwillt der Muskel erstmal an, indem er sich ganz viel Wasser auch hinzuholt aus dem Körper und um die ganzen Stoffwechselendprodukte auch auszuschwemmen. Also im ersten Moment produziert ja der Körper Milchsäure, aber das ist relativ schnell wieder abgebaut. Was bleibt, ist im Grunde genommen die kleinen, feinen Entzündungen im Körper. Und das sind kleine Vernarbungen, die nachher stattfinden, die aber dafür sorgen, dass der Muskel ein sogenanntes dicken Wachstum bekommt. Das heißt, wenn ich jetzt keine Verletzung habe, der Muskel setzt sich wieder zusammen, es vernarbt sich das Gewebe, das hört sich jetzt schlimm an, ist es überhaupt nicht, Muskelkater ist überhaupt nichts Schlimmes, und dann wächst der Muskel und verdrängt das drumherum liegende Fett in dem Sinne. Also je trainierter man ist, desto weniger Muskelkater bekommt man. Und deswegen ist es immer ratsam, dass man auch immer wieder in der Belastung auch wechselt. Nicht immer nur dasselbe Training macht, sondern immer wieder einen anderen Reiz setzt. Und Muskelkater könnt ihr auch sehr gut entgegenwirken, wenn ihr einfach nach der Belastung viel trinken, eiweißreich essen. Das ist ganz wichtig, weil der Muskel ernährt sich ja durch Eiweiß. Wenn ihr dem Körper keine Nahrung gebt, weil ihr meint, weil ich höre das immer wieder, nach dem Sport esse ich lieber nichts, dann nehme ich ab oder sowas. Nein, der Muskel verzehrt sich selber. Ihr nehmt dann nicht Fett ab, sondern ihr nehmt dann Eiweiß ab. Und zwar Muskeleiweiß, was wichtig ist für unsere Aufrechterhaltung, für unsere Gesundheit. Das ist überhaupt nicht gut. Lasst das bitte sein. Seht zu, dass ihr wieder eure Speicher auffüllt, indem ihr eiweißhaltig esst und gut trinkt. Und wenn ihr merkt, nach einem Tag ist es immer noch stark vorhanden in der Muskelkater, geht locker, macht eine moderate Ausdauereinheit. Zum Beispiel geht einfach walken oder einfach spazieren, wenn ihr möchtet. Eine halbe Stunde reicht ja schon. Und, aber geht nicht wieder direkt in dieselbe Belastung. Das ist ganz wichtig. Also viel trinken, eiweißhaltig essen, moderate Bewegung. Vielleicht geht ihr heiß duschen oder heiß baden. Und falls ihr jetzt richtig krass Krafttraining gemacht habt mit super viel Gewicht oder so, dann kann man auch mal in die Sauna gehen, aber so ist es sonst nicht nötig. Nicht zu viel dehnen, nicht zu viel reinmassieren in den Muskelkater, weil dann verletzt ihr den Muskel nochmal und das tut ja auch sowieso weh. Ja gut, ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht, dieses Video, und ihr versteht jetzt ein bisschen, was passiert, wenn ihr Muskelkater habt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schenkt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, bitte alles in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Post und dann sage ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ja, bleibt dran bei der Squat Challenge. Lasst euch nicht abschrecken. Es kann nur besser werden. Ihr werdet auf jeden Fall stärker. Okay, auch wenn ihr mal nicht immer komplett mitmacht, auch zwischendurch mal Pausen macht, egal. Bleibt einfach dran. Ihr werdet sehen, was ihr am Ende schaffen werdet nach den 30 Tagen.